Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Interview. Schön, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Mein Name ist Uschi und ich bin eine Versilberte in dem Verein Wege aus der Einsamkeit. Gemeinsam mit anderen Versilberten, also Menschen ab 65 plus, werden wir online für den digitalen Alltag fit gemacht. Zudem gibt es die Möglichkeit, beim Sitztanzen, beim Spielen oder Yoga mitzumachen. Und das alles ist kostenfrei und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Angesichts der zurzeit in Europa herrschenden politischen Lage haben wir spontan dieses Projekt mit den Kriegserinnerungen ins Leben gerufen. Es ist uns ein Bedürfnis, Zeitzeugen des letzten Krieges auf europäischem Boden die Möglichkeit zu geben, von ihren persönlichen Erinnerungen zu erzählen. Wir möchten damit aufzeigen, wie die Schwächsten unter uns, nämlich die Kinder, die Zeiten von Krieg oder Flucht erlebt haben und wie diese Erlebnisse oftmals ihr ganzes weiteres Leben beeinflusst haben. Sicher, ein ernstes Thema. Trotzdem bin ich sehr froh darüber, dass ich mich heute mit Renate darüber unterhalten darf. Hallo Renate! Hallo Uschi, ich bin die Renate, werde im Mai 88 Jahre alt, habe somit den Krieg voll erlebt, zuerst und zuletzt in Berlin, wo ich auch geboren bin. Zwischenzeitlich war ich kurz in Sonneberg, der Puppenstadt in Thüringen, evakuiert. Meine Fliegereltern gaben sich wirklich die größte Mühe, aber mein Heimweh war so schlimm, dass ich zurückgeschickt wurde. Meine Mutti war inzwischen mit meinen drei Geschwistern in ihrem Elternhaus in Boberwitz, Niederschlesien. Dort kam ich dann auch hin. Es war ein kleines Dorf nach dem Fluss Bober benannt. Sonntags wurde immer Mensch ärgere dich nicht gespielt. Ich ging in Sprottau zur Mittelschule, jeden Tag mit dem Fahrrad 10 Kilometer hin und 10 Kilometer zurück. Boah, lass mich mal einmal einhaken, Renate. Täglich musstest du 10 Kilometer hin und 10 Kilometer zurückfahren? Ja. Bei Wind und Wetter? Naja, Uschi, das Wetter war ja noch nicht das war, weißt du, der Winter kam ja erst. Und in dem Moment, als die Flüchtlinge kamen, kam der Winter. Ende Oktober, November. Und es war ein strenger Winter. Es war ein sehr, sehr kalter Winter. Wie es im Sommer gewesen, im Winter gewesen wäre, wusste ich ja dann nicht. Man wusste ja auch nicht, wie es weitergeht. Ich wurde da angemeldet, machte eine Aufnahmeprüfung und dann ging das halt los. Wie alt warst du nochmal, als du da mit dem... Zehn. Mhm. 44, zehn. Hast du da eigentlich auch manchmal Angriffe auf dem Weg zur Schule erlebt? Nein. Man hat nur einen kleinen Dorf. Blauer Himmel, sah man nur die Flugzeuge so rüberfliegen. Es wurden keine Bomben abgeworfen, es wurde nichts. Man hörte manchmal was, aber man fühlte sich nicht bedroht. Okay, ja, verstehe ich. Mhm. Erzähl ruhig weiter, Renate. Das ging so lange mit der Schule, bis die ersten Flüchtlinge kamen. Und die kamen dann aus Pommern, Ostpreußen und so weiter. Wir mussten die einquartieren, obwohl wir Ziegelboden hatten im Haus. Waren die auf dem Ziegelboden, mussten die schlafen. Und es war nicht angenehm. Auf dem nackten Ziegelboden? Ja, wir haben versucht, dann irgendwas raufzulegen oder runterzulegen oder so. Aber es ging nicht anders. Und eines Nachts haben wir im Dorf eine Stalinorgel. Dann kam die Stalinorgel reingepfiffen und wir wussten erst nicht, was das ist. Schalteten das Radio an und das war so ein kleiner Volksempfänger, der sich Radio nannte. Du erzähl noch mal bitte, was sind denn Stalinorgel? Stalinorgel sind praktisch, ich sag mal, pfeifende Granaten. Die machten so wie Musik, also so Töne gaben die vor sich, von sich. Die gaben Töne von sich. Und die kamen dann bei uns ins Dorf, wir machten das Radio an und dann hieß es so Sand in die Augen streuen, so eine komische Parole. Bei Steinau, 80 Kilometer von uns entfernt, haben sie die Russen zurückgedrückt. Aber die waren ja schon bei uns in den Wäldern.
Also mussten wir übermäßig flüchten. Wir wussten aber noch nicht wie. Und meine Mutti, die hatten ja viele Kinder, früher waren das, der Teil wohnte in Liegnitz. Die sind mit so einem Panierwagen geflüchtet, wo auch so kleine Kinder drauf waren, meine Cousinen. Und die sind echt erfroren auf dem Wagen. Das darf ja nicht wahr sein. Ja, das war so, weißt du, so ein Leiterwagen mit Sprossen und so. Und dann wurde das, und so viel Wärme gab es nicht. Und es war ein sehr, sehr kalter Winter. Das ist ja furchtbar. Wir hatten da ein bisschen mehr Glück, sage ich mal. Uns hat irgendwann ein Auto, ein Militärauto abgeholt. Und die haben uns unter Beschuss zum Bahnhof Görlitz gebracht. Ich glaube, du hattest mal gesagt, das ist ein Lazarettwagen gewesen. Stimmt das? Ja, ja, das kommt noch. Ach, das, also das war das Militärauto. Wir wussten auch nicht, wann das kommt. Aber irgendwann kam dann der Lazarettzug. Das war der letzte Zug, der überhaupt da gefahren ist auf der Strecke. Und die haben uns dann aufgenommen und nach Berlin gebracht. Mhm. Und wir sind dann, also das war, wir wussten ja jetzt, die haben uns irgendwo in Berlin abgesetzt. Wir wussten auch noch gar nicht, wie wir nach Hause kommen. Wir wohnten hier in der Bleibtreustraße am Bahnhof Sabiniplatz. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht mehr, wie wir nach Hause gekommen sind. Mhm. Aber wir sind dann nach Hause gekommen. Meine Mutti gleich den Ofen angemacht. Ich habe die bewundert. Also ich war so erschöpft und so kaputt. Und dann hat die für uns gesorgt, irgendwas zu essen gemacht und so. Aber meine Mutti, viele, lange Zeit danach hat sie sich das Leben genommen. Ja. Also wirklich, also es war furchtbar. Ihr habt ja Glück gehabt, dass euer Haus noch gestanden hat. Ja, also mit unserem Haus hier, also wir haben Bleibtreustraße 4 gewohnt, man glaubt es heute kaum. Wir hatten auf dem zweiten Hof, wir haben im Gartenhaus gewohnt, auf dem zweiten Hof einen Kuhstall. Mhm. Und als wir im Keller waren, ging da mal ein Volltreffer rein. Oh. Was denkst du, was das für Funken gab? Wir wohnten, unsere Wohnung war eine Treppe, alles Glas raus, der Volltreffer ein Loch in den Boden gemacht, unheimlich tief. Und wie gesagt, das Glas alles raus, der Sand spritzte, die Funken spritzten. Und dann mussten wir ja erst mal sehen, weil es war ja kalt, wie wir wieder mit Filmstreifen und Papier die Fenster ein bisschen dicht machen konnten. Ja. Ja, das war also wirklich, es war eine schlimme, schlimme Zeit. Ja, und meine Mutti, die war ja, wie gesagt, die hat sich dann das Leben genommen, die war nicht ganz gesund, vielleicht durch die Anstrengung, ich kann es wirklich nicht sagen. Und dann war ich dann so, 46 suchte man ja Trümmerfrauen, meine Mutti hatte sich gemeldet als Trümmerfrau, das war hier in Schlüterstraße, Ecke Kantstraße, das Eckhaus. Ja, sie konnte dann manchmal nicht gehen. Es gab ja Lebensmittelkarten und die Leute, die Trümmerfrauen waren, die hatten eine höhere Karte. Die waren etwas in der begünstigt. Und ich, wie gesagt, darum bin ich für sie dann gegangen. Und Wasser hatten wir auch nicht. Schlüterstraße war dann auch eine Pumpe, wo du dann Wasser holen konntest, ja. Und damals warst du dann ja, wenn ich so richtig das überlege, so circa 12 Jahre, ne? Ja, da war ich 12 Jahre. Also bist du mit 12 Jahren als Ersatz für deine Mutti als Trümmerfrau schon unterwegs gewesen? Naja, ich habe das vielleicht nicht so gut gemacht, das weiß ich nicht mehr. Aber ich musste dann da morgens 7, weiß ich nicht, wann ich da sein muss, musste ich da und dann war ich da und ja, dann war das halt. Wie hast du das dann in der Zeit mit der Schule gemacht? Denn es gab ja keine Schule. Ach, da gab es keine Schule. Es gab keine Schule. Und dann hatten wir mal eine Woche Früh- und eine Woche Nachmittagsschule. Je nachdem. Weil unsere Schulen waren ja hier auch in Berlin kaputt. Mhm. Und damit alle so ein bisschen in den Genuss kommen, ist dann eine Gruppe Vormittag und eine Nachmittag hingegangen. Mhm. Ja. Ah ja, habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Erzähl ruhig weiter, Renate. Ja, was soll ich jetzt noch erzählen? Was habt ihr denn so in deiner Kindheit da nach in Berlin, wie hast du denn manchmal, oder Abwechslung, habt ihr auch mal Abwechslung gehabt? Das war ja schon ein unglaublich schweres Leben als 12-Jährige, als Trümmerfrau. Was habt ihr denn mal gemacht, was Schönes war auch? Gab's sowas? Also eigentlich würde ich sagen, gar nichts. Ich würde eigentlich sagen, gar nichts. Und darum habe ich auch, entschuldige bitte, für die Kinderchen manchmal heute nicht so viel Verständnis. Mhm. Dass die heute in die Disco gehen müssen unbedingt und nicht ein, zwei Jahre mal aussetzen. Also gut, die sind da reingewachsen.
Die kennt es nicht anders. Aber so sehr viel Verständnis habe ich oft nicht. Wenn ich diese Argumente höre, dann kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Weil du natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen aufgewachsen bist. Ja, stimmt. Und ich bin dann ja noch, weil ich ja auch, also mein Vater war ja nicht da. Und ich bin dann zu so einer Tante gekommen, wo ich dann untergekommen bin. Meine Schwester ist woanders hingekommen. Meine Brüder waren ja dann schon, mein ein Bruder ist 46 ertrunken. Nicht durch seine Schuld, der wurde runtergestoßen ins Wasser. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich, ich will mich nicht beweihräuchern, aber eine ganze Menge durchgemacht. Absolut, wenn ich das schon höre, absolut. Und trotzdem erlebe ich dich immer als positiven Menschen und finde das unglaublich beachtlich, dass du das so gut bist. Also ich sehe das nicht so, Uschi, ich sehe das eigentlich ganz anders, muss ich sagen, weil ich bin oft sehr verzweifelt. Also ich sehe das ganz anders. Okay, aber da strahlst du zumindest auf mich aus. Und das kann ich ja nur erzählen, Renate. Ja. Wann ist denn dein Vati wiedergekommen? Von dem hattest du noch gar nichts weiter erzählt. Ja, mein Vater ist irgendwann wiedergekommen. Also ich war ja dann bei meiner Tante. Ich kann dir eigentlich mal gar nicht sagen, ich habe meinen Vater, bis der gestorben ist, eigentlich kaum gesehen. Bin ich mal ganz ehrlich. Und ich habe jetzt erst durch eine Sache vom Grundstück erst erfahren, vor 2 Wochen, 3 Wochen, wann mein Vater verstorben ist. Ich habe den eigentlich nicht gesehen. Also, da hast du wirklich eine ganze Menge durchgemacht, Renate. Ja. Ohne Frage. Aber gut, dafür kann ich, ich will mich auch nicht bemitleiden. Das liegt mir nicht, das bringt mir nichts. Das zieht mich nur runter und es ist halt so, wie es ist. Und es ist nicht zu ändern, Uschi. Das stimmt. Was hat dir die Kraft gegeben? Wo hast du die herbekommen, nicht daran zu verzweifeln? Die Kraft, die habe ich durch, ich habe sehr jung geheiratet. Die Kraft habe ich durch meinen Mann gekriegt. Schön. Ja, wir waren also über 65 Jahre zusammen. Und die habe ich eigentlich, ich hatte einen sehr, sehr guten, wertvollen Mann, bis er die Krankheit gekriegt hat. Ja. Dann schien er mir nicht mehr wertvoll zu sein. Aber gut, ihr hattet 65 Jahre, in denen du sagst, waren sehr schön. Naja, wollen wir mal sagen, 65 Jahre waren nicht sehr schön. Das waren ja schon die letzten Jahre seiner Krankheit. Das konnte man abziehen. Aber wie gesagt, als Mensch sowas von wertvoll und sowas von gut. Und wir haben uns echt geliebt. Ich bin wirklich sehr froh, das noch zu hören, Renate, damit es wenigstens einen kleinen Ausgleich für dich gibt von dem, was du so im Leben zuvor erdulden musstest in deiner Kindheit. Renate, wenn du jetzt so die Situation erlebst oder hörst in den Nachrichten mit den Flüchtlingen und mit der Kriegssituation Ukraine und Polen, was denkst du dazu? Was geht dir da durch den Kopf? Also mir geht erstmal durch den Kopf, dass Krieg noch nie gut für etwas war. Ja. Noch nie. Und dass die Ukrainer mir unheimlich leid tun. Wirklich leid tun. Und das scheint mir ein sehr starkes Volk zu sein. Schöne Überlegung, stimmt. Und mutig anscheinend auch. Ja, und ich meine, ich bin allerdings auch so gepolt, muss ich sagen, der Russe ist für mich auch ein Mensch, der gefallen ist. Natürlich. Das ist eben ein Mensch, das ist Russe. Aber deswegen ist der Mensch dann auch tot. Und mir tun die Gefallenen genauso leid wie die Gefallenen. Das stimmt. Es sind immer nur die Taten, die verurteilt würdig sind. Ja. Nie der Mensch alleine. Das ist wohl wahr. Renate, das war eine ganze Menge, was wir uns angehört haben und was du erzählt hast. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und so ehrlich uns jetzt geantwortet und erzählt hast. Wollen wir daraus hoffen, dass viele das hören und auch für sich denken, Krieg ist nie das richtige Mittel? Also ich kann gar nicht Leute verstehen, Uschi, die sagen, Krieg ist das richtige Mittel. Ja. Ich kann mir das überhaupt nicht, das geht mir nicht in den Kopf. Ja, sehe ich genauso. Ich sage erst nochmal Danke und liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zuzuhören und bis zu einem neuen Interview. Machen Sie es gut. Danke, Uschi.